willkommen bei Friendly Mr. Z. Heute bin ich bei Lidl unterwegs und habe für euch ein Glen Alba dabei. 21 Jahre alt, ein Blend aus Grain und Malt und der ist im Port-Cask gefinished. Ja, ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, bei Lidl gab es quasi jetzt gegen Ende 2021 einmal so ein Rundumschlag mit neuen Abfüllungen. Da war alles Mögliche dabei. Vom 47 Jahre alten Ben Bracken bis zum, 45 Jahre alten Glen Alba Blend. Und da gab es halt relativ viele neue Abfüllungen. Und das waren so viele, dass wir aus einem Teil dann ein Blind Tasting gemacht haben. Und den anderen Teil habe ich dann halt organisiert für ein Verkostungsvideo. Ich werde die komplette Range verkosten, heißt also, ihr werdet zu allen Flaschen, die ich jetzt hier habe, auch die im Tasting waren, da wird es auch nochmal ein Video zu geben, könnt ihr euch dann quasi auf meinem Kanal anschauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich hier jetzt bei den Abfüllungen im Glas habe. Ohne spoilern zu wollen, die Glen Albas waren schon relativ gut, bis auf den 18 Jahre alten. Der war nicht so nice, aber sonst war das eigentlich schon eine coole, positive Erfahrung. Und hier ist auch schon wieder nettes Design. Obwohl es ein Discounter-Whisky ist, ist das schon wieder so was, was mich halt anspricht. Ne? Dieses helle Grün, Weiß, ein bisschen Gold. Ne? Schön gemacht wieder, muss man ja sagen. Ja, wir werden wieder schön proaktiv mit der Farbe auf der Verpackung. Leider können wir um die Farbe nichts geben, denn das Ding ist gefärbt. Heißt also, wissen wir nicht, wie die Originalfarbe war, als sie ins Glas gekommen ist. Wir haben hier 41,4% und ich habe hier Batch CR1. Also die schreiben jetzt anscheinend auch die Batches mit drauf, die sie abfüllen. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann kann man das mal ein bisschen auseinanderhalten. Bei vielen Abfüllungen bekommt man ja immer noch die Abfüllung oder bei vielen Ben Bracken Abfüllungen, sagen wir mal so, bekommst du immer noch die Abfüllung aus 2017 teilweise. Ne? Deswegen finde ich das ganz gut, dass die da jetzt draufschreiben, was wir für ein Batch haben. Dann kann man das halt so ein bisschen nachvollziehen, welchen Whisky man im Glas hatte oder ob es da halt Unterschiede bei den Batches auch gibt. Kann ja auch sein. Ne? Also von daher finde ich das schon ganz cool gemacht. Da denken die jetzt auch so ein bisschen an die Whisky Nerds, glaube ich. Und ja, preislich sind wir hier bei 49,99. Im Angebot kriegst du den, habe ich jetzt gesehen, für 45, glaube ich. Also auch ein super Preis. Ne? Kann man erstmal nichts sagen für einen 21 Jahre alten Blend. Aber gut, kommt halt immer drauf an, ne? Schmeckt das Zeug, was hier abgefüllt worden ist oder nicht? Oder haben wir wieder nur irgendwas bekommen, was sonst keiner haben will? Vermutlich ist es so, aber heißt ja nicht, oder muss ja nicht heißen, dass er trotzdem schlecht ist. Ne? Gut, ich würde sagen, Nase rein, los geht's. Boah. Der riecht mal richtig intensiv nach Port. Aber richtig intensiv. Schon lange nicht mehr so gehabt. Wahnsinn. Ich habe gerade echt kurz überlegt, ob der von Elsborn sein könnte, aber der ist aus Schottland. Also ich habe ja von Elsborn einen gehabt, der hatte ja 65% oder so. Der roch auch krass nach Port, aber der hier, Wahnsinn. Oh, der hat aber auch so eine leichte Zimtplättchennote. Ne, also hier Zimtplättchenschwefel. Aber ihr wisst ja, ich sage dazu immer wieder, ich werde auch oft angepöbelt dafür. Aber ich finde das schon mal, also ich finde es eigentlich, wenn es nicht zu viel ist, finde ich es geil. Wenn es zu viel ist, ist es mir halt, oder finde ich es eher nicht so lecker, ne? Also es gibt so ein paar Abfüllungen, die haben halt echt so Silvester-Böller drin und so. Aber hier, bis jetzt von der Nase her, total okay und finde ich, riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Also du hast halt wirklich diesen Zündplättchen-Schwefel. Du hast so eine leichte, das ist irgendwie so eine tropische Fruchtnote irgendwas. Also da ist auch irgendwas Rotes mit bei. Aber erstmal geht das für mich so in die Richtung so Karamell, tropische Früchte. Irgendwie so eine Süße, aber so eine herbe Süße. Ne? Also nicht so intensiv süß, sondern schon so zurückhaltend eher. Ne?
Gut, also ich muss sagen, der Schwefel wird immer mehr. Also desto mehr Luft das Ding hier kriegt, desto mehr Schwefel kriegt der irgendwie. Dreh das hier nochmal ein bisschen, damit ich noch ein bisschen mehr Oberfläche kriege. Also ich sage ja immer, wohl dem, der schwefelblind ist, ne? Also manchmal finde ich es halt, passt es halt recht gut zum Whisky und ist auch ziemlich geil. Manchmal wird es halt einfach zu viel und der baut sich gerade hier richtig auf in der Nase. Da ist echt schwer dahinter zu kommen gerade. Also ich habe wirklich so eine tropische Fruchtnote, eine leichte süße Karamellnote, irgendwie sowas. Und dann kommt aber, habe ich halt diesen Schwefel halt, ne? Ich probiere jetzt mal einen Schluck, mal gucken, ob das danach besser wird. Slanger. Schwierig. Der Schwefel dominiert auch im Geschmack leider. Ich krieg so eine leichte Süße. So ein bisschen hat mich ein bisschen an so ein Dessert erinnert. Ne? Du hast so irgendwie, weiß ich nicht, so was, so ein Vanillepudding, so ein Crème Brûlée-Ding, irgendwie so was. Und dann hast du nur noch Schwefel. Der wird auch jetzt in der Nase immer stärker. Ich werde nochmal einen Schluck probieren. Ne, Leute. Da kann ich mir jetzt anstrengen, wie ich will. Aber da ist zu viel Schwefel. Der wirkt am Anfang auch so ein bisschen wässrig. Und dann haut der Schwefel halt voll zu. Du kriegst wirklich, also der ist auch so, der ist wässrig. Gleichzeitig hast du so ein cremiges Gefühl dabei. Auch wenn du den trinkst, denkst du die ganze Zeit, oh, du isst vielleicht so ein Pudding oder so. Da ist auch alles noch schön. Aber dann kommt dieser Schwefel. Und der Schwefel geht nicht weg. Also jetzt beim Abgang merkst du, wie der Schwefel abbaut, wie der weggeht. Aber sonst habe ich die ganze Zeit so wirklich so Zündplättchen Schwefel. Danach schmeckt es einfach. Aber zu viel. Es ist nicht so, du hast nicht so diesen Moment, dass du denkst, das begleitet den Whisky gerade schön, sondern es ist wirklich so zu viel. Es ist zu viel Schwefel. Es ist nicht so krass wie diese eine Abfüllung, die wir schon mal im Glas hatten von Liquid Madness, ne? Diesen Lieber. Da war es richtig krass, aber es kommt schon in die Richtung. Ja, schade. Also, was kann ich da, also, sorry, aber da kann ich nicht so viele Punkte für geben, weil. Ich wünsche mir halt, dass ich mehr schmecken könnte und mehr Spaß daran haben könnte. Aber auch wenn die erste Nase schön portlastig war, baut das so schnell ab und das macht nicht mehr so viel Spaß dann. Also da gibt es von mir maximal 2 Daumen hoch. Leider. Also ich hätte gern mehr Punkte gegeben, weil wirklich du bist erst geflasht. Also wirklich, wenn ihr die Buddel aufmacht und ihr probiert das, schüttet euch ein und haltet mal einfach direkt die Nase rein. Dann riechst du sofort diese richtige Portbombe. Und dann ist das auf einmal weg und wird einfach nur noch. Es kommt einfach nur zu viel Schwefel. Ich meine, jetzt ist der Moment da, wo ich den Schwefel nicht mehr merke. Jetzt habe ich einfach nur noch so eine leichte Holzwürze, die ich merke. Vielleicht noch so ein bisschen Mango oder so. Also irgendwie sowas, so auch tropische Frucht. Aber kann man schwer beschreiben, weil es wirklich sehr dezent ist und sehr im Hintergrund ist. Aber insgesamt ist der leider nicht so toll. Schade. Also habe ich mir mehr von erhofft, leider. Ja, mal gucken, wie die anderen so sind. Also, wenn ihr den im Glas hattet, wenn ihr den probiert habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht. Vielleicht habt ihr ein anderes Batch bekommen. Das würde mich sogar besonders interessieren, ob die auch unterschiedliche Batches ausgeliefert haben. Ne? Kann ja sein.
Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich sehr darüber freuen. Folgt mir bei Facebook, bei Instagram, kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe und wenn ihr Bock habt, schließt doch bei mir eine Kanalmitgliedschaft ab. Da gibt es richtig coole Goodies, genauso wie wenn ihr zu Patreon kommt. Wenn ihr mal bei Patreon Friendly Mr. Z in die Suche eingibt, findet ihr mich dort. Gibt es auch sehr coole Goodies. Unter anderem kann man da ein Tasting vor Ort kriegen. Ne? Da komme ich dann zu euch und bringe den ganzen Whisky mit und wir machen ein geiles Tasting. Ja, aber schaut euch das mal an. Kann man nur empfehlen, wenn ihr einen geilen Kanal weiter supporten wollt. Also schaut da rein und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.